Für mich gibt es nur einen privaten Raum und der fängt quasi nach der Haustür an. Und alles bis dahin ist letztendlich öffentlicher Raum. Alles, was wir sehen können, ist auf dem Dorf für mich öffentlicher Raum und gehört im besten Fall bewusst gestaltet, aber ohne mit dem Zeigefinger zu sagen, so hast du oder so musst du. Architektur ist die Form des Lebens, in dem sich der Inhalt abspielen kann. Und gute, gelungene Architektur ist, wenn diese Architektur dieses Leben fördert, also in die Richtung fördert, die man sich eigentlich wünscht, ob das jetzt ein Einfamilienhaus ist, ob es das Familienleben fördert oder ob es hier so ein Kloster oder so ein Dorf ist, das ist das Dorfleben, das Miteinander und das, was da inhaltlich passieren soll, dass es das fördert. Das ist für mich Architektur. Jedes Dorf, jeder Ort besteht aus öffentlichen Plätzen, aus Wiesen, aus Wäldern, aber auch aus Gebautem. Und jeder Bau ist irgendwo auch eine soziale Adresse für Menschen, die dort spazieren gehen, die einkaufen, die dort leben. Und deswegen sollte man sich überlegen, ob ein Dorf eine Atmosphäre ausstrahlt, in der sich Menschen wohlfühlen. Und das hat was mit Kultur zu tun und das hat was mit Baukultur zu tun. Und ich denke mir, Baukultur ist ein ganz weiter Begriff. Das ist eben nicht nur das einzelne Haus, sondern es ist die Gesamtwirkung und das gesamte Lebensgefühl von Menschen, die sich dort aufhalten, die dort wohnen, die es aber auch nur besuchen. So ein Ort, der am Ende der Welt liegt, wo wir haben ja witzigerweise auch noch die letzte Postleitzahl in Deutschland, ne? 4x9, 1x8, so ein Ort, wo niemand mehr hinkam, weil es einfach auch kein, also man kam gar nicht mehr gerne hier hoch. Hier war Handlungsbedarf für die Menschen, die hier gelebt haben und die das als ihre Heimat empfunden haben. Also hier musste etwas geschehen, wenn dieses Örtchen weiterleben soll. Ich muss auch heute sagen, wenn ich geahnt hätte, was draus wird, man hätte sich das überhaupt nicht zugetraut. Also man hätte Angst davor gehabt. Und so hat es sich gefügt. Wir haben an für sich nur das getan, was unmittelbar vor den Händen lag. Und so gab es einen Schritt nach dem anderen. Wir haben hier mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen angefangen. Müll und Dreck weggeräumt, wo Schutt war und Rasen gemäht und Wallgraben ausgeräumt. Also sehr einfache Dinge. Aber dann hat man gemerkt, dass sich, ja, es bildet sich wieder ein Charakter. Man sieht, das ist einfach schön. Und wenn man anfasst, verändert sich was. Wir haben ja Beispiele, wo es wirklich so ist, dass von Bürgermeistern oder engagierten Verwaltungsleuten das forciert wird. Dann sehen wir, dass eben mehr entsteht als Baukultur, sondern eben Gesellschaftskultur, oder? Es ist ja hier auch überraschend, wie wenig wir eigentlich über Architektur und schön gestaltete, weiß ich nicht, Bänke, Ortskerne, alte und neue Häuser gesprochen haben, sondern wie viel mehr wir über bestimmte Akteurskonstellationen geredet haben und wie die das eigentlich machen, welche Prozesse sie da organisieren. Das trifft meine persönliche tiefe Überzeugung, dass das auch so richtig ist, auch wenn es natürlich an einem bestimmten Punkt immer auch um das Gebaute, das Umgebaute, das Neugebaute und Gestaltete geht. Also ich finde es hervorragend, denn es sind im Wesentlichen, und das erlebt jeder in seiner Gemeinde, in seiner Stadt, es sind im Wesentlichen die Menschen, die die Entwicklung prägen. Und Aufgabe von Bürgermeistern ist es ja immer wieder, diese Menschen zusammenzubringen, zu koordinieren, zu begleiten. Und nicht Maßnahmen, nicht Beschlüsse sind es, sondern es sind Menschen, die etwas wollen und die sich engagieren. All das, was ich tue, dient irgendwo den Menschen. Wenn ich nach 23 Jahren Bürgermeisterei zurückschaue, was bleibt denn von dem, was du getan hast, dann werden die Mehrzweckhallen und Feuerwehrhäuser und all das wird sicherlich irgendwann einmal wieder weg sein. Aber was bleibt, ist ein selbstbewusstes Gefühl von Menschen. Wir gestalten unsere Heimat selber. Und dieses selber Gestalten, dazu brauche ich auch ein Stück Anleitung. Das muss man auch lernen, habe ich selber lernen müssen. Und dazu brauche ich Gespräche mit Menschen, die mehr wissen als ich. Und auch, aber auch umgekehrt, die brauchen wieder das Gespräch mit den Menschen, die dort wohnen. Und ihre Bedürfnisse müssen sie erkennen können. Und all das ist für mich dann dieser Kulturbegriff.
Bauen ist eine Reise, die man zusammen mit dem Bauherrn unternimmt oder mit den Protagonisten. Und die Reise ist mal schwieriger, mal teuer, mal wird sie günstiger, aber immer spannend. So, und dann ist natürlich gut, also man reist zusammen und muss es natürlich miteinander kommunizieren. Kann natürlich auch dazu führen, dass die Reise verregnet ist und man hinterher sagt, da fahre ich nie wieder hin. In der Stadt hocken ist ein großes Diskutiervolumen da, durch die Masse von Leuten, interessanten Leuten. Auf dem Land entsteht immer schnell die Gefahr, dass die alle so richtig in ihren Gefäßen sitzen bleiben. Und wenn man da mal rausklettert und besucht die anderen und nimmt wieder neuen Inhalt für sich mit, das ist das Beste dran. Es ist ganz wichtig, auch zu sehen, was läuft bundesweit woanders. Und das war für mich auch ganz reizvoll, jetzt in der Veranstaltung zu sehen, die breite Spreizung der Themen, der unterschiedlichen Stadtgrößen, der unterschiedlichen Regionen mit ihren Strukturproblemen oder auch weniger Strukturproblemen. Und überall gelingt es, wenn gute Köpfe da sind, in Sachen Baukultur was zu tun. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also auch toll fand ich gestern Abend nochmal bei der Ausstellungseröffnung nochmal konfrontiert zu sein mit der Ausstellung Landluft. Und da vor allem zu sehen, was in Österreich passiert. Und da muss man klar sagen, passiert viel mehr als bei uns. Und das ist ein wichtiger Impuls, den man immer wieder mitnimmt als Anreiz, in seinen eigenen Themen auch weiterzumachen und sich nicht entmutigen zu lassen. Ich nehme viel mit. Verschiedene Eindrücke, relativ viel Informationen, viel Respekt für das, was in Österreich passiert ist. Und auch ein ganz gutes Gefühl, was in Deutschland schon für gute Beispiele vorhanden sind. Und zwar nicht bloß so kleine, sporadische Einzelansätze, sondern durchaus auch komplexe Strategien, die von vielen Leuten gemeinsam verfolgt werden. Das finde ich beeindruckend. Und da freue ich mich und ich nehme auch die Hoffnung mit, dass die Kommunikationsstränge, die durch eine solche Veranstaltung ausgelegt und angelegt werden, weitergeführt werden können und die Leute sie auch selbst aufnehmen.